Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzter Herr Staatssekretär, bevor ich mit meiner Rede beginne, darf ich, glaube ich, die HTL Linz Paul-Hahn-Straße begrüßen, weil der Herr Abgeordnete Hammer ebenfalls Schüler war. Und deswegen darf man herzlich willkommen im Hohen Haus sagen. Also es geht auch durchaus freundschaftlich zu manchmal in diesem Hohen Haus. Aber zu den einzelnen Zahlen, zu dem Budget im Bereich Soziales, sollte man eigentlich so einsteigen, dass man, wenn man zum Beispiel auch im Privatwirtschaftlichen unterwegs ist, man sich ja aus der vergangenen Saison die Bilanz anschaut. Das heißt, man stellt die Aktiva den Passivern gegenüber und schaut sich einmal an, hat es funktioniert? Bin ich gut unterwegs gewesen? Habe ich positiv abgeschlossen oder habe ich im Minus abgeschlossen? Und dazu gebe ich mir dann einen strategischen Ausblick und sage, was möchte ich denn in dem Jahr erreichen? Und das nennt sich dann bei uns im Budget Wirkungsziele, die zu erreichen gilt. Und heute hat die Frau Kollegin Ribo groß darüber gesprochen, dass das sozusagen ein großer Meilenstein ist mit 1 Milliarde Euro, die wir jetzt zusätzlich in diesem Pflegebereich einfließen lassen. Man hat sich aber die Wirkungsziele aus den vergangenen Jahren nicht angeschaut, denn das wäre relativ einfach gewesen, dass die gesamten Erfüllungen des Jahres 2020, 2021 durchschnittlich bewertet worden sind. Das heißt, man ist den einzelnen Zahlenwerken, die man in Form gegossen hat, nicht nachgekommen. Und das liegt aber daran, dass man, wenn man eine Reform macht, muss man sich auch den Gesamtblock einer Reform anschauen. Und dieser Reformblock hat drei wesentliche Elemente. Das ist der einen Seite die Ausbildung in der Pflege, das sind die Transferzahlungen, die der wesentliche Inhalt sind, wie die Leistungen in der Pflege veranschlagt werden und vor allem, und das Wesentlichste, die zu Pflegenden. Und diese Bereiche führen in einem föderalistischen Ansatz, wenn man 9 Bundesländer hat und einen Bund, zu vielfachen Verwerfungen. Nämlich dahingehend, dass das gesamte Budget des Herrn Minister sind fast 95% Transferzahlungen sind. Nämlich das Pflegegeld und 570 Millionen an den Pflegefonds. Und wenn man sich das Wirkungsziel dann anschaut und dort drinnen steht, ich werde heuer erst einmal eine Kommission einrichten, damit wir uns irgendwie eine Ordnung zusammenbringen zwischen dem Bund und dem Land, dann muss ich sagen, dann haben Sie 2 Jahre versäumt. Denn auf der einen Seite sind das nämlich die ersten Parameter, die man festlegen muss, nämlich wo geht denn das Geld hin? Wir haben 500.000 Pflegegeldbezieher, 486.000, um die genaue Zahl zu nennen, und letztendlich verteilen die Bund und die Länder vor allem ihre Pflegegeldleistungen, wie sie es budgetär brauchen und benötigen. Das Wesentliche aber dabei ist, und das, was alle vergessen, dass 85% der Pflege zu Hause erfolgt. Und für diese Leistungen sind ganz minimale Ansätze gewählt. Das, was wir hier letztendlich immer wieder von Zahn und von der budgetären Auslastung festlegen, ist etwas ganz was Einfaches, nämlich dass wir einfach nur Kosten decken, anstelle zu schauen, wie wir den niedergelassenen Bereich, die Pflege zu Hause, so stärken, dass wir die Versorgung, der Ausbildung, dass man das dorthin kommen, nämlich den Transfer mit einzelnen Leistungsanbietern zusammenbringt und nicht das Geld letztendlich in die Pflege ganz am Ende des Tages, nämlich im Pflegeheim steckt, als es dort dann aufzubewahren. Und das ist der falsche Ansatz, den wir seit Jahren immer wieder verkehrt anstellen, weil das letztendlich auch dazu führt, dass wir zwangsweise diese Kosten erhöhen. Und daher sind diese 1 Milliarde im Pflegebereich, die man seit 10 Jahren eigentlich benötigt hätte, einfach nur Makulatur. Und daher ist der falsche Ansatz hier gewählt worden im Budget, sondern der Zielansatz muss sein, ich muss die Länder in die Pflicht nehmen, die außerpflegerische Leistung, das nämlich Pflege zu Hause, zu stärken, zu forcieren, dort das Geld zu investieren. Und das wäre der Ansatz, um eine langfristige Kostenentlastung für die Pflege zusammenzubringen. Danke. Das war Christian Racker, FPÖ-Rechtsanwalt in Wolfsberg.